nochmal ein dickes Hallo und herzlich willkommen hier in der Heilbronner Kolben-Schmidt-Arena zum Derby Falken gegen Steelers. Ihr habt es gehört, es ist laut, es ist pickepacke voll und wir haben richtig Bock auf Eishockey. Aber hier die nächste kleine Umstellung anstelle von Kyle Helms in der zweiten Reihe, jetzt Kevin Lavallee. Zusammen mit Tim Bernhardt und Mark Heatley. Lavallee. Heatley. In den Slot. Sehr gut aufgepasst von Weller. Ah, er war einen Tacken schneller als Haywood. Lavallee. Jawohl! Wie geht der denn rein? Aber das ist eigentlich auch egal, wie der reingegangen ist. Der ist drin. 1:0 für die Falken. Dann nehmen wir jetzt nochmal eine Wiederholung. Dritte Spielminute. Torschütze müsste aus gewesen sein. Kevin Lavallee. Aus der Drehung. Und da war, glaube ich, noch ein Bietigheimer dran. Weil der Puck hatte eine ganz andere Richtung auf einmal. Unglücklich natürlich für Ilya Scharipow, der da keine Möglichkeit hat, die Scheibe abzuwehren. Melchiorik. So, Falken komplett und damit Powerplay. Eine Minute und 45 Sekunden lang jetzt. Haywood treibt an. Kommt durch. Was ist jetzt? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir eine Wiederholung haben. Kevin Lavallee muss hinaus. So, jetzt sehen wir es gleich nochmal in der Wiederholung. Achten wir mal drauf, das muss. Wo haben wir Kevin Lavallee? Ah ja. Kevin Lavallee, 2 Minuten wegen Behinderung. Ist natürlich auch unglücklich. Der Bietigheimer hat den gar nicht gesehen. Der hatte wahrscheinlich überhaupt keine Körperspannung. Und wenn du dann einen mitbekommst, egal wie hart der Scheck ist, wenn du keine Körperspannung hast, das tut man richtig weh. Und dann achten wir gleich so auf die Mitte an der gegnerischen blauen Linie. So, da kommt er, kriegt einen mit. Oh, und der knallt auf den Kopf. Ah, aber er ist wieder da. Er sieht ein bisschen benommen aus. Kevin Lavallee. Wegen was? Kriegt eine Disziplinar. Ja, das habe ich verstanden. 5 plus Spieldauer. Ja. Aber weswegen? Blindside-Check? Keine Ahnung, hab ich nicht gehört. Also es gibt ja die Regel, man darf einen Spieler nicht checken, der diesen Check nicht sehen kann. Blindside-Check heißt das. Und das war einer. Er sucht die Lücke und die Anspielstation. Falken stehen gut, machen alles dicht. Feld. Auge. McKnight. McNeely. McKnight. Oh, da war die Lücke. Und da ist das Tor. Gnadenlos. Da haben Sie gesehen, wir kommen nicht mit dem normalen, in Anführungszeichen, Spiel hindurch. Wir müssen schneller machen, das haben Sie getan. Und genau nach 10 Minuten steht es 1:1. Powerplay, Treffer und der Torschütze war, ich glaube, schon Weller, oder? Jawohl. War das Lukas? Lukas, immer noch. Lukas zieht vors Tor. Nachschuss. Da ist er drin. Oh, zählt. Handpass moniert Melchiorik. Also das konnte ich jetzt bei der Schnelligkeit nicht sehen.
Videobeweis. Müssen sie. Die Falken haben es gefordert. Und dann müssen die Schiedsrichter den Videobeweis nehmen. Können wir das vielleicht noch mal langsamer sehen, die Wiederholung? So, da kommt der Pass. Die Scheibe liegt unten. Aus meiner Sicht ist das leider ein Tor auch. Ich weiß jetzt nicht, was er da gesehen hat, der Marcel. In meinen Augen ein korrektes Tor und damit die 2:1 Führung für die Steelers aus Bietigheim. So sehen das auch die Schiedsrichter. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, wer der Torschütze war. McNeely. Uli ist erobert. Das Halter auf dem Eis. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Schauen wir hin. Ja, kriegt einer ordentlich mit. Können wir das noch mal sehen? Das ist Brett Ross. Ach du Scheiße. So, da ist Weller gegen Ross. Langsamer, wenn es geht. Und Chuck mit dem Ellenbogen ins direkt ins Gesicht. Es müsste dann auch eine große Strafe gegen Sean Weller geben, sofern es die Schiedsrichter gesehen haben. Es gibt nichts. Götz. Das muss wieder alleine durch. Tor! Da drin. 2:2. Aus dem Nichts. Denn Elderson. Würde ich gerne mal die Wiederholung das sehen. Das ist aber. So, da haben wir Götz, spielt den langen Pass auf Elderson, der geht einfach durch, drei gegen sich, kommt leicht aus dem Tritt. Wow. Und haut ihn rein. Wow. Wie letzte Woche Mark Heatley gegen die Frankfurter Löwen. Wenn du nicht weißt, wohin mit der Scheibe, hau sie doch einfach ins Tor. Thaler. Muss warten, jetzt erst Abseits aufgehoben. Ganz schlecht. Und Ritchie Gelke! 3:2 für die Falken! Kriegt die Scheibe, ich glaube von Jonas Schlenker, zieht einmal an Charipor vorbei und macht das 3:2 für die Heilbronner Falken. Knapp zur Hälfte des Spiels, das Spiel abermals gedreht. McNeely gegen Gilke. Heatley gegen McNeely. Bulli geht an die Falken, Haywood, Bernhard verlängert, Schlenker auf der anderen Seite. Heatley. Wow! Mark Heatley! 4:2!
Also jetzt muss Bietigheim wirklich langsam aufwachen. Ein sehr schöner Schuss. Ja. Genau unter die Latte. Aber zwei, da haben zwei Bietigheimer, ja, aber da haben auch zwei Bietigheimer zugeguckt, wie er es macht. Müssten McNeely und Schoofs gewesen sein. Und hier geht dann die Steelers. Sommerfeld. McNeely. Ja, hat versucht, die Scheibe irgendwie zu Sommerfeld zu bringen, aber Haywood ganz hart dagegen gearbeitet, den Pass weggenommen. So, Sommerfeld. Oh, da ist er reingefallen. Ist er Milicelic versprungen? Hast du, ich hab's nicht gesehen. Damit 4-3. So, da sehen wir es nochmal. Schuss. Scheibe geht hoch, da war einer vor Melchacik, aber wenn ich es richtig gesehen habe, außerhalb des Torraums. Und da darf er sein. Nochmal Videobeweis. Wenn wir beide nichts sagen, ist das für die Zuschauer das ist ja eher komisch. Tor für Bietigheim. Damit nur noch 4-3. So, da sehen wir es nochmal. Schuss von Sommerfeld. Ja, ja, das war. Der Marcel sitzt quasi mit seinen Schonern auf dem Ende des Torraums, auf der Linie davor. Der Bietigheimer, kein Torraum abseits. Alles in Ordnung. Nur noch ein Torvorsprung für die Falken. Konsequent rausspielen. Müssen aber auch natürlich die Offensive oder dürfen die Offensive nicht vergessen. Sie führen mit nur einem Tor. Und da ist der Ausgleich. Boah. McPherson riesig schnell. Melchalik, ja, er versucht es. Wäre immer 1-0 gewesen. War ein Schritt zu weit vorne. McNeely schneller. Schöner langer Pass. Und dann enteilt er den Verteidigern und trifft ins leere Tor. Auch eine schöne Bewegung. Du musst erstmal aus vollem Lauf da noch so die Kontrolle über den Puck haben. Schön heraus das gespielte Tor für die Steelers. 4-4. Geht's wieder von vorne los. McKnight gegen Hell. Bates spielt die Scheibe tief. Jetzt ist auch das Abseits aufgehoben. Jetzt dürfen die Falken vorchecken. Freiby schneller als die anderen, dementsprechend kein Eis. Da ist er drin. Frederik Cabana macht die Führung 5-4 für die Bietigheim Steelers. Schöner Spielzug, tief gespielt, Preibig verdammt schnell über diese Schnelligkeit, Hybrid-Icing, sprich kein Pfiff, Pass in den Slot und da steht Cabana und über Melchacik hinweg ins Netz, 5-4 für die Gäste. Gilke gegen McPherson. Bietigheim macht das sehr gut, lässt die Falken jetzt nicht zum Aufhören. Haywood, Kirsch. Justin Kirsch, jetzt die Möglichkeit für Justin Kirsch. Kommt durch, müsste Penalty geben. Ja, Penalty für die Falken. Sehen wir es hier, Justin Kirsch ist vorne. Die Aktion geht nicht zum Puck, die Aktion geht nur gegen Justin Kirsch und damit Penalty-Schuss für
Die Falken. Jetzt die große Möglichkeit, den Ausgleich zu machen. Kirsch gegen Scharipow. Kirsch, Tor! 5:5. An Spannung kaum zu übertreffen. Machen. Sein groß. Götz. 10 Sekunden noch. 60 Minuten reichen nicht aus, um einen Sieger zu finden. Wir brauchen die Overtime. Bernhard. Wo ist die Scheibe? Oh, in Wellers Hose. Oh, das war nix. Was hat er jetzt gesehen? Kann ich das mal in der Wiederholung sehen? Spieldauer gegen Mark Heatley oder so, der wird direkt weggeschickt. Ja, okay. Ich entschuldige mich für das war nichts. Hoher Stock von Mark Heatley ins Gesicht von Shaw Weller. Konnte man sehen, die Kelle landete da oberhalb des Bartes. Und da tut dann einfach weh und dann ist ein Foul und sorry für, das war nix. Wieder Sommerfeld, 20 Sekunden noch. Sommerfeld, Auger, Sommerfeld, schlechtes Passspiel. Konnte den Schuss nicht nehmen. Der kommt auch nicht an. Helms. Muss schießen, weil die Zeit ist rum. Damit Penalty schießen. Mehr konntest du jetzt auch nach der Strafe gegen Mark Heatley nicht mehr rausholen. McNeely. Steelers fangen an. Ilya Scharipow bleibt auf dem Eis. Hey. Es ist ja so, die gegnerischen Torhüter müssen nicht vom Eis, sie dürfen auf dem Eis bleiben. Sie müssen sich halt nur ruhig verhalten und dürfen nicht irgendwie irritierend da ins Spiel eingreifen. Auch Melcharczyk bleibt drauf. Justin Kirsch. Kirsch zum zweiten Mal. Spieler des Tages. Ich lege mich fest. Die Nummer 13. Markus Sommerfeld für die Steelers. Er hat einen recht großen Druck. Er muss quasi treffen. Melcharczyk. Der Mann ist die Ruhe selbst. Brandon Elderson kann das Spiel entscheiden. Trifft er, schlagen die Falken auch den dritten Meister. Elderson gegen Scharipow. Elderson läuft an. Nimmt keine große Kurve. Elderson trifft und doch Derby-Sieg für die Falken. Einmal ausrasten, bitte. Kommen drei Meister nach Heilbronn, holst du 8 Punkte in den 3 Spielen. Was
machen die Falken? Nehmen wir die ersten 10 Spiele weg, wo würden wir stehen? Ja. Aber es ist fantastisch, was für eine Mannschaft. Sie haben den Ausfall von Kevin Lavallée kompensiert. Sie haben einen Rückstand aufgeholt. Kurz vor Ende war es ja Justin Kirch, der per Penalty getroffen hat. Und sie holen sich den Sieg und den Zusatzpunkt in der Overtime. Hammer.